Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem Aufgebraucht-Video für den Juli. Es ist so, das ist jetzt das letzte Video quasi aus der alten Wohnung. Ich bin jetzt noch genau eine Woche hier. Am 25. ist Umzugstag, daher wird das jetzt einfach schon gedreht. Und das, was halt einfach in den nächsten zwei Wochen leer geht, das poste ich, wenn es interessant war, auf Instagram. Und ansonsten verfällt es. Weil so Dinge wie Spülmittel oder was, ihr wisst, was ich nehme, das brauche ich einfach nicht nochmal irgendwie extra nennen. Deshalb ist das das letzte Video in diesen heiligen Räumen hier. Ich habe aufgebraucht, wenn wir schon beim Spülmittel sind, Fairy. Da hatte ich jetzt mal so eine Lavendel- und Rosmarin-Geschichte. Das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Am liebsten mag ich ja Mandarine. Gibt es leider nur im Real und da ist auch echt ein ganzes Stück von mir entfernt. Aber wenn ich da irgendwann mal wieder hinkomme, hole ich mir 3, 4 Backups. Definitiv. Weil Real macht ja auch zu. Ich weiß nicht, woher ich das Spülmittel sonst kriege. Da muss ich mich dann einfach mal erkundigen. Dann habe ich 2 Haarsachen leer gemacht. Und zwar einmal hier dieses Rockaholic von Bad Head. Das war ja mal im Ausverkauf bei DM. Irgendwann mal letztes Jahr. Volumenshampoo. Ich fand es richtig, richtig gut. Allerdings hat mir nicht ganz so gut gefallen, dass meine Haare relativ schnell davon gefettet haben. Da funktionieren diese Bio-Shampoos tatsächlich besser. Aber ich würde mir das definitiv nochmal kaufen. Rausgeschmissen habe ich hier diese Isana Haarmilch. Die lässt die Haare einfach tatsächlich nur sehr, sehr speckig wirken. Klar, man kann gut kämmen, aber andererseits möchte ich auch nicht so ein Speckhaar haben. Deswegen kommt die weg. Ich habe auch niemanden, der das tatsächlich haben möchte. Dann haben wir leer gemacht. Toilettepapier, braucht man auch nichts sagen. Den hat Stefan leer gemacht. Das war meine Limited Edition. Ich habe keine Ahnung, wann es die gab. Feuchtes Klopapier. Das fand ich tatsächlich nicht mal schlecht. Ich habe es auch benutzt, auch wenn ich gesagt habe, ich benutze sowas nicht mehr. Aber es ist weg. Definitiv wird erstmal davon nichts gekauft, denn wir haben noch 500 ml Babyöl und das gilt es erstmal aufzubrauchen. Dann habe ich aussortiert, weil es einfach wirklich wenig ist, von Sires hier dieses Augenbrauen-Kit in Blond. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine super, super gute Farbe. Idiotensicher anzuwenden, es brennt nicht, es stinkt nicht und es macht wirklich für mein helles Häutchen den perfekten Blondton, weil ich habe halt wirklich albino-technisch oder albino-mäßig sehr, sehr helle Augenbrauen. Ich muss da immer drüber malen und was, und wenn ich mal färbe, sehe ich damit aus wie ein normaler Mensch. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich würde mir das definitiv wiederholen. Wie die anderen Farben sind, weiß ich natürlich nicht, aber für helle Häutchen ist es definitiv ein sehr gutes Produkt. Aufgebraucht haben wir auch mal wieder eine Listerine. Braucht man auch nichts zu sagen. Ist auch immer wieder dabei. Funktioniert. Dann habe ich leer gemacht. Von Be Routine, Charlie's Wild Mojito. Da gebe ich zu, als Katzenbesitzer hat mich natürlich die Verpackung angesprochen. Und der Geruch war super mega geil nach Mojito. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es riecht nicht nur gut, sondern es pflegt auch die Hände gut und es zieht vor allem schnell ein. Ich würde es mir holen, definitiv ja. Was ich mir nicht holen würde, wäre von Elvital hier diese Purple Mask. Aus dem Grund, da sind mir zu wenig Pigmente drin. Es macht ungefähr gar nichts, außer die Haare nur ein bisschen weich. Das können billige Haarkuren definitiv besser. Und das Shampoo habe ich aktuell in Benutzung. Ich brauche es aber eigentlich so gut wie nicht mehr, weil, wie ihr seht, ich habe mega Ansatz. Sieht natürlich immer krass aus mit meinem sehr, sehr hellen Blond hier, aber wenn die Haare offen sind, sieht man das wirklich gar nicht so arg und daher benutze ich solche Produkte wirklich nicht mehr. Dann habe ich leer gemacht, einmal Backpapierzuschnitte. Ich finde, die sind irgendwie auch immer alle gleich. Da ist es meiner Meinung nach eigentlich auch wurscht, von welcher Marke das sind. Ich nehme halt immer das günstige, weil ich Schwabe bin. Dann habe ich Küchenrollen aufgebraucht von Alouette. Da brauchen wir auch nichts mehr zu sagen. Rotzbox, das hier war Kokett, das ist glaube ich Aldi, brauchen wir auch nichts zu sagen. Dann haben wir auch gebraucht einen Frosch Granatapfelweichspüler. Auch hier bin ich sehr, sehr zufrieden, wobei der Mandelduft mir persönlich besser gefällt. Werde ich mir aber auch wiederholen. Dann habe ich irgendwann mal leer gemacht, solche Hygienetücher. Gerade wenn man mal irgendwo auf Toilette muss und die Ladies haben ein bisschen daneben gepieselt und ja, man hat es nicht schnell genug gesehen und muss dann hier mal wischen, ist das ganz in Ordnung. Dann habe ich leer gemacht von Kneipp dieses Cremebad. Ich habe das wirklich jetzt bestimmt auch schon 2, 3 Jahre in der Dusche bzw. im Bad stehen gehabt. Ich habe ja keine Badewanne. Super toller Duft.
wenn man dann sich in die Dusche gesetzt hat, hat man auch ein tolles Hautgefühl damit gehabt. Aber ich habe es letzten Endes tatsächlich nur genommen, um Pinsel zu waschen und da war es okay. Aber es ist halt nun mal mit Badesätzen bei mir so, Badezusätzen, die gehen ja. Hoppsa. Nach einer Weile geht mir einfach der Geruch auf den Senkel. Daher lohnen sich solche großen Packungen tatsächlich nicht für mich. Stefan hat leer gemacht, Dove, ein Man Plus Care, feuchtigkeitsspendendes Duschgel für Körper und Gesicht. Stefan ist recht empfindlich, was Kopfhaut und Gesicht betrifft und ich behaupte einfach mal felsenfest, er hat sich damit nicht das Gesicht gewaschen. Aber ich meine, er fand es gar nicht schlecht vom Geruch her. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut. Werde ich ihm definitiv kaufen, ob er es will oder nicht, ist egal. Dann ist mir leider runtergefallen und zerbrochen in 100.000 Teile hier. Von Garnier wahre Schätze, dieses Papaya und Vanille Ding. Garnier Spülungen finde ich eigentlich schon seit Kindheitstagen sehr, sehr gut. Daher irgendwann mal definitiv wieder ja, definitiv nein. Habe ich mich mal wieder mit Klosteinen versucht und hatte hier diese Runden von Domol in der Duftrichtung Orangenblüte. Ich mag halt Zitronen- und Orangenduft sehr gerne. Aber dieses Ding hat gar nicht geduftet. Und was halt einfach echt eklig war, ist, diese Dinger sind irgendwann mal zueinander geklappt, voll abgeschleimt und die haben ewig gebraucht, um sich aufzulösen. Das heißt, um den letzten Schleim in diesem Halter aufzulösen, habt ihr ein neues reinschieben müssen. Und es ist einfach nur eklig und ich würde es mir nicht wieder kaufen. Ade. Dann haben wir aufgebraucht wieder Zahnbürsten. Super soft und soft. Brauche ich auch nichts zu sagen, kennt ihr bereits. Dann habe ich aufgebraucht, bleibt da, Yessa, ein paar Slip-Einlagen, auch hier braucht man nichts dazu sagen. Ihr wisst alle, wie das funktioniert, was man damit macht. Aufgebraucht haben wir auch Procudent Kräuterzahnpasta vom Rossmann. Da ist es so, ich mag die Zahnpasten der Eigenmarke von Rossmann sehr, sehr gern. Wir haben auch immer genug Backups davon, weil ich für Rossmann halt immer ein Stück fahren muss. Und wenn ich dann dort bin, nehme ich halt viel mit. So, dann habe ich aussortiert. Von Love Me Green, diese Gesichtsmaske, da sind 75 Milliliter drin und ja, es ist halt einfach zäh, es tut nichts Besonderes für die Haut, daher kommt die jetzt einfach weg, weil ich auch niemanden habe, der es geschenkt haben möchte, weil ich einfach auch gewisse Dinge aussortiere jetzt, wo ich umziehe und nicht jeden Mist mitnehmen möchte. Dann war das hier von Alverde, eine Nachtcreme mit Biolupinen und Peptide. Für reife Haut. Da muss ich sagen, am Anfang war ich da echt nicht so begeistert von, weil die nicht schnell einzieht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das zeitig genug ins Gesicht schmiere und dann noch so eine halbe Stunde warte, ist es auch eingezogen und ich versaue mir nicht die Haare oder das Kopfkissen. Aber letzten Endes ist es so, am Ende hat es mir doch sehr, sehr gut gefallen und ich würde mir definitiv die wiederholen. Fand ich gut. Mensch, was fällt denn heute alles runter? Das ist ja furchtbar, der gleiche Platz. Ist das ein schlechtes Omen jetzt, dass ich umziehe oder was? Ist jetzt irgendwie hier meine Wohnung beleidigt? Irgendwelche Geister? Man weiß es nicht. Ich habe von unserer Apotheke, weil das auch ein Patient von uns ist, so ein kleines Geschenkset gehabt von La Roche-Posay mit Intens-Augencreme, einem Feuchtigkeitskonzentrat und einem kleinen, was ist denn das hier, Cleanser. Es ist natürlich eine Apothekenmarke, ist sehr teuer. Ich fand die Sachen sehr, sehr gut. Hat mir unheimlich gut gefallen, aber der Schwabe kommt durch. Ich würde es mir nicht kaufen, weil es mir schlichtweg zu teuer ist. Jetzt haben wir noch genau drei Sachen und dann war es das auch schon wieder. Ich habe leer gemacht, wie immer, eine Lash Princess Mascara. Nein, Quatsch. Es ist eine Lash Princess. Ich erzähle euch Käse. Extreme Volume in Curl. Brauchen wir auch nichts zu sagen, die kennt ihr bereits. Dann habe ich leer gemacht von Make-up Revolution in der Farbe C0,5. Ein Concealer und der ist definitiv zu hell. Also der hat nicht gut abgedeckt und war zu hell für mich. Stefan hat dann immer gesagt, ich sehe ein bisschen kränklich aus. Daher, ich habe es halt leer gemacht. Und dann war es das. Und dann habe ich auch seit Ewigkeiten hier von Kiko einen Kajal gehabt in der Farbe und war sehr, sehr zufrieden mit diesem Stift. Also definitiv, wenn ich nochmal losziehe und mir ein paar Kajalstifte kaufe, hole ich mir die.
von der Marke, weil die wirklich ewig gehalten haben. Sie haben nicht geschmotzelt. Ich war sehr, sehr zufrieden. Das war's auch schon. Mehr habe ich heute tatsächlich nicht zu erzählen. Wenn euch tatsächlich interessiert, was in den 2 Wochen jetzt leer geht und ob ich das posten soll oder nicht auf Instagram, dann schreibt mir das einfach in die Kommentarbox. Ansonsten vlogge ich sehr, sehr fleißig für euch, was den Umzug betrifft. Aber es ist so, am Umzugstag selber werde ich nicht vloggen, weil es gibt Kisten zu schleppen und ich möchte das alles in einem Tag schön über die Bühne gebracht haben, ohne dass ich da mich als Faultier entpuppe und alle anderen filmen, während die in den 4. Stock meine Möbel schleppen ohne Aufzug. Das mache ich natürlich nicht, aber ich werde euch definitiv auch eine leere Roomtour drehen, weil am Freitag nächste Woche ist Schlüsselübergabe und dann zeige ich euch quasi auch mal so ein Vorher-Nachher. Jetzt ist es halt so, es werden 2 Einrichtungsstile zusammengeworfen und daher wird es recht bunt und wir haben alles, was wir brauchen. Irgendwann mal kommen neue Möbel, definitiv. Aber für den Anfang ist alles teuer genug jetzt gewesen mit Umzug und was man halt alles so machen muss. Und daher wird erstmal alles zusammengeworfen. Ich danke euch für Zusehen. Dieses Wochenende kommt auch definitiv noch der Weekvlog und ich wünsche euch alles Gute.